Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus, Grüße und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Ja, erneut eine OAD Rant Folge oder Rant, wie man auch es immer aussprechen möchte. Ich habe mir wieder eine App herausgesucht, um ein wenig über den ganzen Mist mit den Abos zu sprechen. Die Rede ist von Halight Mark II Pro Camera. Eigentlich eine, das muss ich vorwegschicken, eine wirklich sehr schöne und sehr gute Kamera-App. Obwohl es eigentlich gar nicht so richtig was oder gar nicht so wichtig ist. Einmal kurz die technischen Daten. 22,1 Megabyte groß erfordert, iOS 13.0 oder neuer. Preis grundsätzlich gratis. Ich glaube, inzwischen kann man ohne ein Abo abzuschließen gar nichts mehr machen. Dazu gleich. Und bei 1651 Gesamtbewertungen gibt es eine Durchschnittssternebewertung von 4,15 Sternen. Ich hatte damals Halight Mark I gekauft, glaube ich, und Mark II konnte man dann, als sie es auf den das Abo-Mist-Modell umgestellt haben, noch eine Weile nutzen. Irgendwann bis Mitte, glaube ich, letzten Jahres. Und da haben wir ein Problem. Jetzt nämlich entweder, weil ohne einmal, nein, erst die Preise. Jährliches Abo 12,49, monatliches Abo 2,99 oder Einmalkauf 49,99. Wenn die App jetzt auf professioneller Ebene wirklich so unglaublich viel mehr einem mir geben würde, oder wenn ich, ja wie gesagt, wenn ich es wirklich professionell nutzen würde, dann würde ich ja sogar noch sagen, 50 Euro Einmalkauf 49,99 ist in Ordnung. Ganz vorsichtig, mit ganz großen Anführungszeichen gesprochen. So finde ich das für den otto-normalen Nutzer oder Nutzerin einfach natürlich echt absurd teuer. Aber worum es eigentlich gehen soll, es gibt keine Updates mehr, wenn ihr nicht Geld einwerft. Keine Ahnung, warum oder wie das geregelt ist, aber es ist halt so. Es gibt keine Updates. Die App läuft. Ich habe zum Beispiel auch noch den Makro-Modus bekommen, der übrigens jedenfalls auf dem iPhone XR schlechter ist als mit Camera 2 Plus oder Camera Plus 2. Naja, die Camera Plus App halt, die zweite Version, die mir auch einen Makro-Modus bietet. Also ich finde den Makro-Modus von Halight schlechter. Wie gesagt, den habe ich noch bekommen, aber jetzt gibt es halt keine Updates mehr. Das heißt, ich müsste entweder 49,99 einwerfen, um Updates zu kriegen, oder monatlich oder jährliches Abo abschließen. Monatlich ist, finde ich, absurd, 3 Euro. Jährlich 12,49. Hört sich ja wenig an, aber da haben wir halt wieder das Problem, die Abos hören sich häufig wenig an. Und dann zahlt ihr hierfür, zu, was weiß ich, 5 Euro im Jahr und hierfür 13 Euro im Jahr und hierfür 10 Euro im Jahr. Und plötzlich seid ihr irgendwie bei 100, 200, 300 Euro Abo-Kosten pro Jahr. Und das geht einfach nicht. Das habe ich ja schon mehrfach gesagt. Aber was ich wirklich hier auch wieder denke, ist, warum ist es erlaubt zu sagen, die App kriegt keine Updates mehr, wenn ihr nicht ein Abo abschließt oder den Einmalkauf tätigt? Ich finde, es müsste irgendwie die Möglichkeit geben, vielleicht, keine Ahnung, Abo, also die Updates kommen und dann per Einmalkauf, was natürlich ich favorisieren würde, einmalig die verschiedenen neuen Funktionen freizuschalten. Oder so würde man sich das wünschen. So würde ich mir das wünschen. Dann ist natürlich noch die Frage, aber das Thema will ich eigentlich gar nicht aufmachen, ob man eine Third-Party-Kamera-App braucht. Für die meisten wird wahrscheinlich die Stock-iOS-Kamera ausreichen. Einfach Point-and-Shoot und macht das Ding ganz gut. Reimt sich fast.
grundsätzlich ist Halo echt nicht schlecht. Echt hübsch auch, finde ich. Aber alleine deshalb, weil, naja, diese Sache mit den Abos halt, würde ich einfach aus Protest sagen, nee, ein Abo schließe ich nicht ab und die 49,99 zahle ich erst recht nicht. Ich behalte die App drauf, ich lösche sie nicht, ich nutze sie auch hier und da. Ja, aber so sorgen die auf jeden Fall dafür, dass sie von mir jedenfalls kein Geld bekommen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.de/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.